Sophia Tomalla teilt mal wieder ordentlich aus. Die Tochter von Schauspielerin Simone Tomalla versteht es wie kaum eine andere Promi-Dame zu provozieren. Egal, ob im Fernsehen, wo sie unter anderem Are You The One? Moderiert oder auf ihrem Instagram-Kanal, dem über 1 Million User folgen. Dabei ist ihr die Meinung der anderen ziemlich egal oder sie sagt eben deutlich ihre Meinung. Der nächste Aufreger, mit dem die 32-Jährige aktuell für Diskussionen sorgt, ist ihr neuer Kalender, in dem sie freizügig für ihre Firma Schüttflix posiert. Dass sie mit ihren Bildern auch ihre Kritiker auf den Plan ruft, sollte nicht überraschend für Sophia sein. Doch als sie nun in einem Interview im TV auf die Kritik zu ihren erotischen Bildern angesprochen wurde, platzte ihr trotzdem der Kragen, und zwar aus einem bestimmten Grund. Sophia Tomalla erbost. Das ist das Gegenteil von Feminismus. Am Mittwoch war Sophia zu Gast im Sat.1 Frühstücksfernsehen. In der Sendung sprach sie mit Moderator Christian Wackert über ihren Kalender für das Jahr 2022 volle Ladung. Shitstorm, bei dem sie auch in Bezug auf die Gestaltung Mitspracherecht hatte. Zu sehen ist die Freundin von Tennisass Alexander Zverev nicht nur halbnackt, sondern auch beim Posen mit anderen Männern. An diese Art von Motiven stören sich allerdings offenbar einige Leute. Darauf machte sie auch Christian Wackert aufmerksam und traf damit einen sensiblen Nerv bei dem TV-Star. Sie entgegnete ihm: Es geht mir auf den Sack. Das ist genau das Gegenteil von Feminismus, dass mir ständig Leute sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ihrer Meinung nach bedeute Feminismus nämlich eigentlich, dass sie genau das tun könne, was sie wolle, und dieser Kalender sei genau das, was sie wolle, erklärte sie weiter und fügte noch erbost hinzu: Ich habe keinen Bock, in einem Jute-Kartoffelsack einen Kalender rauszubringen oder vielleicht auch gar keinen Kalender rauszubringen. Ich wollte schon immer einen Kalender rausbringen. Ich möchte bei dem Bauarbeiter im Spind hängen. Und deswegen sieht der Kalender auch so aus, wie er aussieht. Yeah.